Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Money Topic. Das ist ja immer noch ein recht frisches Format. Worum geht es beim Money Topic? Ich rede mit Frauen aus der Community, die ein spezielles Geldthema mitbringen und mit mir besprechen möchten. Quasi eine Art Live-Coaching 1:1 zu eben dem Thema, welches sie mitbringen. Heute spreche ich mit Franzi. Franzi ist 47 Jahre alt. Ja, war die letzten Jahre Hausfrau, Mutter, hat also wenig eigenes Einkommen gehabt, hat aber dennoch ihr Business aufgebaut in der Zeit. Und sie bekommt jetzt aus einer Trennung 250.000 Euro. Und jetzt geht es eben um die Frage, was soll sie jetzt mit diesem Geld machen, mit diesen 250.000 Euro? Und reicht das, um die Rentenlücke zu schließen? Reicht das auch, um vielleicht noch was ins Business zu investieren? Wie hoch ist eigentlich meine Rentenlücke? Bleibt noch was übrig für die Kinder? Und so weiter und so fort. Also eine sehr interessante Lebensphase, in der Franzi sich gerade befindet, auch natürlich finanziell, geldtechnisch. Und da schauen wir gemeinsam drauf, um ihr so viel Sicherheit und vor allem auch Klarheit wie möglich zu geben, sodass sie am Ende des Tages weiß, was zu tun ist. moneypenny.de/moneytopic und bewerbt euch da auf eben genau diese Session hier mit mir. Und dann freue ich mich, wenn wir dann bald auch über euer Thema sprechen. Jetzt viel Spaß mit Franzi und ihrem Geldthema. Damit herzlich willkommen, liebe Franziska, zum Money Topic. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Natascha, schön, dass ich da sein darf. Du hast dich bei uns beworben für ein Money Topic, also für dieses Gespräch jetzt hier mit mir zu deinem speziellen Thema. Vielleicht, ich habe dich ja im Intro schon so ein bisschen mit den Hard Facts angeteasert, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir sagen, vielleicht auch so zu deiner beruflichen Historie, wo kommst du her? Und dann interessiert mich natürlich auch im nächsten Schritt, was ist denn dein Money Topic? Also vielleicht gerne noch mal ein paar Infos zu dir, so ein bisschen Kontext geben. Gerne. Ja, ich bin, wo komme ich her? Ich bin eigentlich Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin, war aber schon sehr bald auch auf alternativen Weg unterwegs und bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Also es ist nicht sicher von mir. Also irgendwie gibt es immer noch neue Ideen, noch neue Dinge zu lernen. Und ich sag mal, der Grundberufswunsch war auch tatsächlich Hebamme zu werden. Ah, schön, ja. Genau, und bin es dann bewusst nicht geworden, weil ich gesagt habe, ist mir zu medizinisch die Ausbildung, darf ich nicht. Also, und dann bin ich eben von hinten mit meinem eigenen Business wieder rein, mit der Physiotherapie und eben auch, ich sag mal, energetisches Heilen. Habe dann angefangen, weil ich gesagt habe, das ist ein Punkt, da läuft noch so viel schief in Deutschland, da kann man so viel ändern mit Geburtsvorbereitung, auch als Hypnosecoach. Genau, Ja. dass wir da was anders machen möchten. Und dann kommt natürlich die eigene Erfahrung von 4 Geburten dazu, die Ja, das auch sehr Wahnsinn. beeinflusst hat, genau zu sagen, da kann man einfach Ja. Dinge anders machen und ich es selber erleben durfte, dass Ja, Geburt ja. so toll sein kann. Und so Ja. ist dein Thema jetzt Hypnobirthing geworden. Und Genau. das ist sozusagen dein Business. Was genau bietest du da an? Ist das eine Beratung? Sind das Kurse? Genau, es ist eigentlich ein Riesenpaket. Es ist auch vieles, was die Hebammen machen. Genau, es sind Geburtsvorbereitungskurse, es sind Einzelberatungen, es ist viel Körperarbeit mit drin, weil es ein wichtiger Bestandteil ist. Und aber auch wirklich mentales Arbeiten mit den Leuten. Okay. Genau, und das war, ich sag mal, es ist ja während der Kinderzeit entstanden. Also es waren schon die Aha. 4 Kinder da. Die jüngste Ja. war eben gerade 1,5, da Ja. aus dem Gröbsten raus. Und ich sag mal, insofern war es jetzt all die Jahre ein Nebenherlaufen. Neben dem Mama sein, das viel Raum eingenommen hat, was auch gut so war. Ja. Und jetzt ist einfach so dieser Zeitpunkt, ja, wo ganz viel Freiheit da ist und wo ich das gerne wirklich auf die Füße stellen würde. Und mir ist immer noch dieses Anliegen, dass es wirklich größere Kreise zieht. Also, dass mehr Leute diese Info bekommen, weil ich sie essentiell finde. Okay, das heißt, an dem Punkt stehst du gerade, Historie, Genau. Kinder geboren, ja, ist man um die gekümmert und so Groß weiter. bekommen, wie du weißt, ja, ist eine Groß Aufgabe. bekommen, Familie gemanagt, also Ja, quasi richtig. alles sozusagen. Ja. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ist vielleicht so eine kleine Zäsur so in deinem Leben, wo du denkst, ah, okay, Richtig. jetzt könnte ich mich auf mein Business konzentrieren, das noch ein bisschen größer zu machen. Und partnerschaftlich, da ist ja gerade auch was im Umbruch. Vielleicht magst du das noch mal kurz erzählen, wie da der Stand ist. Genau, also da war jetzt seit letztem Jahr eigentlich, war so ganz klar die Trennung auf beiden Seiten. Da        
                    װ     װ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                װСм
dass es eben so nicht mehr stimmig ist. Was wir tatsächlich haben, die zwei Jüngsten sind beim Papa geblieben, war ihre Entscheidung und im Haus und allem. Und ich bin gegangen. Genau, was ja jetzt auch eher das Ungewöhnliche ist, aber passt jetzt einfach, wäre schwieriger gewesen in der Situation, jetzt anders zu machen. Ja. Genau. Also ich habe sehr viel Zeit, ich habe sehr viel Freiheit. Ich brenne seit Jahren darauf, durchstarten zu können. Ja. Und jetzt habe ich ja auch noch diesen Vorteil eben finanziell, dass genau der Zugewinnausgleich auf meiner Seite jetzt da ist. Und die Frage ist eben jetzt, was mache ich mit dieser Summe, dass sie für mich arbeitet? Wie viel macht es Sinn, jetzt in ein Business zu investieren? Wie viel sollte man vielleicht zurücklegen? Ja, und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin so in deinem Topic, worum es jetzt geht. Genau. Also dieser Zugewinnausgleich, ist der schon da? Kommt der noch? Den habe ich zum guten Teil schon. Es kommt noch ein kleiner Teil nach. Okay, und das sind, das weiß ich aus der Vorbereitung, die 250.000. Genau, also sind jetzt habe ich bereits 100.000. 100 hast du und der Rest kommt noch. Okay. Der Rest kommt. Perfekt. Ja, das ist ja schon mal eine gute Stange Geld sozusagen. Ne? Also durchaus, ja. Gut, dass dir das da, dass dir das zusteht für die letzten Jahre, was du ja dann auch geleistet hast. Perfekt, okay. Das heißt, gerade viel im Wandel bei dir, ja, wie so eine neue irgendwie fast schon. Business ist so ein bisschen nebenher gelaufen, soll jetzt mehr Energie rein, soll mehr Fokus drauf. Du bist nicht mehr so krass eingespannt mit den Kids, hast also auch da mehr Freiheiten. Plus eben jetzt diese 250.000 Euro, die dann perspektivisch auf deinem Konto landen. Was mache ich jetzt damit? Und vielleicht auch, wo ist es gut aufgehoben, ins Business zu investieren und aber natürlich auch deine eigene Vorsorge, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Richtig, Ja. Okay. Ja, ist doch eine schöne Ausgangslage. Da können wir auf jeden Fall einiges, mitmachen. Lass uns doch mal kurz über deine Vorsorge an sich sprechen. Wie bist du da gerade aufgestellt? Also gesetzliche Rente hast du da mal eingezahlt? Gibt es privat irgendwie was? Gibt es Immobilien? Also ein bisschen den Vermögensstand einmal kurz. Erzählen. Gut, gesetzliche Rente ist relativ, weil ich nicht so lange angestellt gearbeitet habe und dann in der Kindererziehung einfach war. Und ich sage mal, das Einzige, was jetzt vielleicht eben anfällt in gewissem Maße, ist der Rentenausgleich durch eine Scheidung. Das sind dann so ein paar hundert Euro, ne? So, richtig. Das heißt, 400 Euro so um den Dreh. Also momentan genau bin ich, glaube ich, irgendwo bei 300, 400 Euro. Durch den Rentenausgleich wird es, denke ich, nochmal entsprechend höher werden. Und ansonsten, also Immobilien sind jetzt keine mehr da. Also das gemeinsame Haus wurde jetzt halt geteilt. Und das ist in den 250.000 Euro drin. Genau. Okay, verstehe. Das ist das, ja. Mein Gott, immer anfallen kann, wo ich jetzt aber halt nicht mit reinkalkuliere, ist ein Erbe, womöglich von den Eltern irgendwann. Okay, gut. Ja. Das können wir ja dann gleich auch nochmal sozusagen damit mit einbeziehen. Okay, private Rentenversicherung, irgendwas? Nee, gar nichts. Okay. Und auch tatsächlich, also außerdem jetzt bisher halt keine Rücklagen für mich speziell gebildet. Okay, also Vermögen sozusagen, dass diese 250.000 Euro, ein bisschen gesetzliche Rente und gegebenenfalls Erbe. Also nicht gegebenenfalls, dann früher oder später. Man weiß halt noch nicht so genau, wann. Glücklicherweise ja auch. Und wie viel. Also und wie viel ist auch noch nicht ganz klar. Okay, verstehe. Ja, super. Was würdest du dir denn jetzt nach diesem Gespräch wünschen? Also wenn wir jetzt hier Stunde sprechen, wo würdest du sagen, geil, das hat sich gelohnt, ja? Also was müsste jetzt passieren in der Stunde oder womit müsstest du nach Hause gehen, dass du sagst, cool, ja, das hat mich jetzt weitergebracht, ich weiß, was zu tun ist, ist jetzt irgendwie klar. Also ich denke, überhaupt mal ein Gefühl für Geld und was man damit macht zu bekommen, weil also es war eher Thema meines Mannes halt die letzten Jahre, der sich um Geld, Geldanlage und Sonstiges gekümmert hat. Also ich bin beim Tagesgeldkonto, soweit bin ich schon, aber darüber hinaus eben nicht. Ja, klar, man hört immer von Aktien, unsichere Geldanlage. Dann waren eben die ETFs die letzten Jahre, ja, aber es ist... die sind viel sicherer. Ja, natürlich. Also auch wirklich auch diese Frage. Wo gibt es Sicherheitsrisiken und wie weit ist es sinnvoll, sie einzugehen, auch in meinem Alter noch? Genau, also
erkläre mir, wie funktioniert die Finanzwelt, damit mein Geld gut für mich arbeitet. Dann hört man immer dieses Thema, ja, Inflation, also wenn du dein Geld jetzt irgendwie nur noch auf Sparbuchs legst, dann gleichst du nicht mal mehr die Inflation aus, was man ja natürlich auch nicht haben will. Ja, man hätte ja wenigstens gerne den Wert seines Geldes auch in ein paar Jahren noch so raus, null auf null. Ja, ja. Was womöglich gar nicht geht, wenn ich das jetzt schon richtig mitbekommen habe. Mhm. Genau, du müsstest dann natürlich investieren, ne? Also genau, aber da können wir gerne später noch drauf eingehen. Weil was ich mir nämlich auch überlegt habe, also deine Fragestellung ist ja auch so ein bisschen, diese 250.000 Euro, was mache ich jetzt damit? Wo sind die auch gut aufgehoben, gut investiert? Ja? Also wie viel geht da jetzt vielleicht auch davon in mein Business oder ich weiß nicht, inwiefern ich das irgendwie selbst trägt oder... Nee, eben noch nicht. Also ich meine, Und dementsprechend ist es ja auch noch keine Einkommensquelle, die du ja aber trotzdem brauchst. So, ne? Also klar könnte man auch sagen, ich verlebe jetzt die 250.000 Euro, aber dann startest du ja irgendwann auch wieder bei null. Ne? Das, ist ja schon das möchte ich halt Themen. Nicht, genau. Genau, es sind also für mich machen sich dann nämlich gerade so verschiedene Themen auf. Einmal ein Einkommensstrom durchs Business oder woher auch immer, den du auf jeden Fall brauchst. Jetzt, wo auch selber Miete und so weiter, ist ja schon noch eine andere Situation. Dann Business, was sind da vielleicht die nächsten Schritte? Wie kann man das mit einflechten in alles? Und natürlich aber auch großer Fokus aufs Thema Rente, Vorsorge und so weiter. Dass wir da mal schauen, wie ist da bei dir ganz konkret die aktuelle Situation? Da würde ich nämlich ganz gerne mal mit dir in deine Rentenlücke reinschauen. Dann haben wir nämlich auch eine gute Perspektive, diese 250.000 Euro. Ja, wo sind die wirklich am besten investiert quasi? Ja. Reicht das schon? Wie viel muss da noch on top kommen? So, ne? Und dann sind wir nämlich wieder bei der Einladung. Ja. Und natürlich sprechen wir dann auch über Aktien, Inflation und so weiter. Das ist dann quasi schon mit eingebacken. Klingt das erstmal gut? Ja, total. Ich bin echt gespannt, was du mir erzählst. Sehr schön. Ja, cool. Lass uns das doch gerne mal machen, weil ich glaube, das ist gerade so am sinnvollsten, auf verschiedene Sachen unter einen Hut zu bekommen und dass du einfach mal oder dass wir gemeinsam uns die Zahlen anschauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Ne? Also wie viel Spielraum ist da noch nach links und rechts? Und auch, was muss denn auch reinkommen durchs Business? Ne? Also oft ist das ja gerade so bei Selbstständigen, ach ja, ich guck mal, was so reinkommt und so. Aber wenn wir dann eine Zahl haben, zu sagen, so, das muss reinkommen, dann setzt das nochmal ganz andere Denkweisen frei, zu sagen, okay, jetzt darf ich mal ein bisschen kreativer vielleicht noch werden oder meine Preise erhöhen oder so, ne? Also wenn man weiß, dass man es denn dann auch wirklich so braucht. Ja. Okay, weil das, was ich jetzt, was sich, glaube ich, total anbietet bei dir, ist wirklich mal, im Mentoring nennen wir das den Wunschrentenrechner, da ist also quasi ist eine riesige Excel-Tabelle, die würde ich jetzt einmal mit dir durchgehen, weil danach putzelt nämlich genau das raus, ne? Also deine Rentenlücke und deine Sparrate. Was darf ich denn jetzt noch sparen und auch grob in welche Töpfe, um halt im Alter dann sicher zu sein? Und dann gucken wir mal, was deine 250.000 Euro da noch so bringen. Okay, also wir starten mal los. Du bist 47 Jahre alt, das weiß ich. Das heißt, du hast jetzt noch einen Ansparzeitraum von 20 Jahren, wenn mit 67 die Rente sein soll. Das würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal so stehen lassen. So, und jetzt kommt schon so ein bisschen, vielleicht kannst du mal grob überschlagen, ich weiß nicht, ob du schon ein Haushaltsbuch führst, aber mal überschlagen, wie viel Geld brauchst du denn Stand heute zum Leben? Miete, Lebensmittel, was auch immer. Was sind so deine monatlichen Ausgaben aktuell? Also was natürlich fix ist, sage ich mal, ist ein Tausender für Miete und das alles drumherum. Also wie Internet, sonstiges, also warm. Das sind die 1.000 Euro? 1.000 Euro warm? Das sind die 1.000 Euro. Okay. Ja, warm mit allem, was halt hier dazugehört, ja, um diesen Wohnaspekt abzudecken. Mhm. Und ich sag mal maximal 400 jetzt für Lebenshaltungskosten noch nebenan, also Lebensmittel, sonstiges. Mhm. Da bin ich relativ spartanisch unterwegs. Also kann auch gut weniger sein. Ja, weil ich wirklich viel Rohkost esse, viel saisonal, relativ wenig esse und jetzt auch nicht der Mensch ist, der ständig weggehen muss. Also lieber raus in der Natur, was kostengünstig ist. Okay, verstehe. Das heißt, also da wären wir jetzt überschlagen bei 1,5. Ja, ich sag mal, 1,5 ist gut angesetzt. 1,5 mit nochmal ein bisschen Urlaub und hier und da, also ein bisschen Freizeit ist ja schon auch
Ja, gar nicht so schlecht. Ja. Würde ich sagen, okay, dann rechne ich mal mit 1,5. Aber was ich jetzt nämlich hier gerade noch mache, deine 1.500 Euro hier und jetzt sind natürlich nicht, haben natürlich nicht die gleiche Kaufkraft in 20 Jahren. Mhm. Das müssen wir natürlich mit einbringen. Das vergessen leider viele an der Stelle. Also aus deinen 1,5 werden nämlich jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr, nämlich sowas um den Dreh von so 2,3 ungefähr in 20 Jahren dann. Okay. Das ist schon viel. Genau, das ist schon. Und ich habe jetzt eine recht geringe Inflationsrate angenommen. Also gerade ist die Inflationsrate hier bei 9, 10%, whatever. Mhm. Historisch angepeilt sind so um die 2%. Okay. Das heißt, damit kann man eigentlich ganz gut rechnen, auch auf die nächsten 20 Jahre. Also es wird immer mal Phasen geben, wo die Inflation so wie jetzt enorm hoch ist. Wir kommen gerade aus einer sehr niedrigen Inflationsphase von fast 0%. Klar, man weiß halt nicht, wie es sich jetzt genau entwickelt in den nächsten 20 Jahren. Wichtig ist halt, dass man das auf jeden Fall mit einplant. Und was würdest du denn sagen von diesen Kosten, von diesen 1.500 Euro im Monat? Was ist da anteilig das, was du wirklich, wirklich zum Leben brauchst? Also Miete, Lebensmittel und was ist so ein Lebensstandard? Du hast schon gesagt, Miete, die 1.000 Euro, die sind natürlich dann gesetzt. Genau. 500 Euro Lebensmittel, davon ja sicherlich auch noch ein Teil, ja. Also ich höre raus, bei dir ist schon relativ viel sozusagen Grundsicherung dann wahrscheinlich auch, ne? Also wirklich so die Basics und wenig, ich sage jetzt mal Spielerei on top. Also gut, ich gönne mir Bio-Lebensmittel, ja. Ich gönne mir hochwertige Produkte, auch bei den wenigen Pflegeprodukten, die ich habe, ja. Ja. Also ich sag mal, den Spielraum, das sind die 100 oder vielleicht sind es sogar 200 Euro. Ja. Es geht noch einen Zacken runter, aber runter auf keinen Fall. Ja. Genau, habe ich immer eingetragen, den Split. So, jetzt geht es darum, dass wir noch mal reinschauen, was hast du denn so an voraussichtlichen monatlichen Auszahlungen? Gesetzliche Rentenversicherung. Da hatten wir jetzt mal so überschlagen, deins plus Ausgleich so 500 Euro ungefähr, ne? Dann habe ich jetzt gerade noch eine Rentenerhöhung noch mit rein pauschalisiert. Du sagtest Riester, Rürup und so weiter, alles nicht vorhanden. Nee. Betriebliche Altersvorsorge nicht vorhanden, keine Versicherung. Da spielt natürlich jetzt auch gerade so die Frage rein, wenn ich darf, ob es Sinn macht, dass ich in Halbzeit vielleicht doch einen Angestelltenjob annehme, ja, um da eine Sicherung zu haben und nur die Hälfte in das andere steck. Ja, absolut. Das ist ein Gedanke, der mir auch schon kam in der Vorbereitung. Okay. Definitiv, ne? Okay. Also kann ich mir gut vorstellen, einfach, dass halt, sag mal, sicher auch einfach Geld reinkommt. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt mal hier alles so eingebe in unseren schlauen Rechner, kommst du raus bei einer monatlichen Rentenlücke von ungefähr 2.000 Euro. Ups. Ne? Also macht glaube ich, Sinn, zu sagen, hey, ich habe hier das, was ich gerne hätte, was ich brauche. Wir haben es inflationsbereinigt. Und um diese Rentenlücke zu schließen, kommen bei dir ja nur, also dadurch, dass halt keine private Versicherung und so weiter alles da ist, kommt halt nur sozusagen die gesetzliche Rente zur Rettung. Genau. Und das ist natürlich, also da kann ja jeder die Rechnung machen, ist natürlich zu wenig, um das dann komplett zu schließen. Also überschlagen bist du bei ungefähr 2.000 Euro monatliche Rentenlücke mit 67, wenn du dann mit 67 in Rente gehst. So. Okay. Und das heißt, das ist schon mal, glaube ich, ganz gut zu wissen, aber so richtig viel kann man damit jetzt auch nicht anfangen, weil okay, was bedeutet das jetzt? Genau, ne? Wie schließe ich sie jetzt? Danke für die Info. Ja, genau. Genau, und das würden wir jetzt nämlich im zweiten Schritt mal machen und da kommen jetzt auch deine 250.000 Euro nämlich ins Spiel. Mhm. Ich rechne jetzt nochmal gerade aus mit den Zahlen. Schön wäre natürlich, wenn du jetzt sagst, wunderbar, das gleicht exakt aus. Und es bleibt noch eine Menge übrig. Die Hoffnung muss ich dir an dieser Stelle leider schon mal direkt nehmen. Also da brauche ich nicht rechnen. Das ist die Zweifel. Ich weiß, es ist viel Geld. Es klingt immer viel, gell? Ja. Es ist halt einfach eine 4 Millionen Euro, wenn man es so dreht. Ne? Das ist halt einfach super viel Geld. Aber trotzdem reicht es halt für niemanden damit, also jetzt nur damit sozusagen in Rente zu gehen. Ne? Und das ist ein ganz großer Trugschluss, den auch viele haben, die sagen, ja, ich habe jetzt hier 250.000 Euro, die packe ich jetzt auf Sparbuch und das ist dann halt meine Rente. Jetzt ruhe ich mich aus. So. Genau, und wenn man dann aber mal überschlägt, wenn ich dann sage, okay, 250.000 Euro, du willst damit nichts machen, hinlegen und das ist dann deine Rente, dann geht es ja darum, diese 250.000 Euro zu verleben. Ne? Also davon dann halt deine Miete und so weiter zu bezahlen. Und wenn ich jetzt aber 50.000 Euro im Jahr Ausgaben habe, reicht das genau für 5 Jahre. Ja, ja. Dann darf auch nichts passieren. So, ne? Also klar kann ich meine Ausgaben ein bisschen drosseln,
Aber auch da wieder mit Inflation und so weiter. Und dann kriege ich immer ganz große Augen. Ja, wie, das sollte doch eigentlich 30 Jahre halten. Ja, das hält aber so lange nicht. Ne? Mhm. Ja, klar. Aber das ist halt leider oft dieser Trugschluss, diese riesige Summe, so viel, also so viel Geld haben die Menschen ja normalerweise auch nicht. Genau, das nicht auf einen Schlag, richtig. So, ne? So, was soll ich sagen? Also, jetzt bin ich ja reich. So, ja und nein, kommt drauf an. Ne? Kommt drauf an, was man damit machen soll. Es geht so über den eigenen Horizont hinaus, weißt du? Genau, genau das. Und da fehlt dann natürlich auch logischerweise einfach so die Übung der, und die Einschätzung. Genau, ne? Weil, richtig. Klar, wenn ich zum ersten Mal mit so etwas konfrontiert werde, fehlen mir die Erfahrungswerte. Woher soll es auch kommen, wenn es das erste Mal ist? So, ne? Das ist wie ein Kind das Taschengeld bekommen hat, weißt du? Und dann hast du den ersten Job und dann denkst du, wow, jetzt habe ich richtig viel Geld, ja? Ja, und merkst halt ganz schnell, oh nee, habe ich nicht, weil... Genau. Ja, genau das. Genau das ist es aber wirklich. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe deine Rentenlücke genommen, diese 2000 Euro pro Monat, und mal berechnet mithilfe ein paar schlauer Rechner, was bedeutet das für dein Kapitalvermögen, sozusagen der Fremdwort dafür. Ich verwende da ganz gerne das Bild der goldenen Gans. Ne? Okay. Also, ich stell dir vor, du hast eine goldene Gans, gibt es glaube ich auch so ein Märchen oder so, eine goldene Gans, die du halt stopfst. So. Und das ist dein Vermögen. Okay. Und du möchtest am Ende des Tages von den Eiern leben. Also die goldene Gans legt goldene Eier. Und davon möchtest du leben. Okay. Das heißt von deinen Gewinnen, von deinen Erträgen. Und je dicker die Gans ist, desto größer sind die Eier. Okay, so. Klingt gut. Es klingt also gut. Das ist ein schönes Bild. Ja. Genau. Und dein... Also ein monatliches Ei bei dir sind 2000 Euro, weil das ist deine Rentenlücke. So, ne? Das müssen wir irgendwie noch stopfen. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn dieses Ei 2000 Euro groß sein soll, wie groß muss denn dann die Gans sein? Wie dick muss ich die stopfen, damit die so große Eier eben dann legt, dass ich da mit 2000 Euro Inflation, Steuern und so weiter, haben wir schon alles einberechnet, dass das sozusagen hinkommt. Und ich habe das mal mit den Zahlen, die wir jetzt haben, die ja nicht so super krass genau sind, aber mal so ganz grob, mal überschlagen. Das könnte man dann noch deutlich detaillierter machen, wenn wir für ein paar Stunden mehr Zeit hätten. Aber da bin ich jetzt auf ein notwendiges Kapitalvermögen gekommen von, runde das mal ein bisschen auf, 600.000 Euro. Okay, die in 20 Jahren noch dazu sollen. 600.000 Euro, die du brauchst, angespart, investiert, wenn du in Rente gehen willst, dann haben wir die 67 Jahren gerechnet, die müssen da liegen, damit du ab dem Zeitpunkt, weil dann kommt ja nichts mehr rein. Ne? Zumindest nicht zwingend, sagen wir so. Genau, genau, ist auch ein guter Punkt. Ne? Das, also da hat man jetzt natürlich verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann. Gerade die Selbstständigen können ja sagen, okay, mach ja noch 10 Jahre. Passives Einkommen, so, why not? Oder das, ja. Ist für viele auch tatsächlich Teil der Lösung, ne? Zu sagen, okay, boah, ist irgendwie schwierig, kriege ich jetzt irgendwie kaum hin, muss ich halt ein bisschen länger arbeiten oder wie auch immer. Wie auch immer fit man dann natürlich ist und solche Sachen dann halt, ne? Genau, aber genau mit der Rentendauer und so weiter, wie ich das jetzt mal hier plakativ angenommen habe, sind das so 600.000 Euro. Und dann merkst du schon, deine 250 werden da eigentlich schon direkt reingeschluckt. Ja, so, ne? aber gut, aber besser als nichts, ja? Also gut, dass du sie hast. Genau. So. Ja. Definitiv. Und weniger Stress. Ganz genau, ganz genau. Und Steuern habe ich auch schon alles mit einberechnet und so weiter. Okay. Das heißt, ich übertrage jetzt mal diese 600.000 Euro, die halt echt, also die halt sozusagen human sind, ne? Also ich habe es jetzt auch so ausgerechnet, da ist dann nicht mehr viel zu vererben dann übrig oder so, ne? Also du nimmst dann quasi das Kapital, das nimmst für du mich. Dann sozusagen raus, das nimmst du dann für dich. Das nimmst du dann für dich sozusagen raus. Das wollte ich vorhin auch sagen, genau. Dann bleibt so gesehen ja auch für die Kinder nichts mehr übrig. Und ich denke, es ist jetzt ja auch so ausgelegt, wie du sagst, es ist für mich. Ja, also so diese Sache, okay, ich finanziere den Kindern mal noch irgendwas mit oder so, wäre dann auch nicht abgedeckt in dem Fall. Genau, also es gibt noch die andere Richtung, sagen, es soll sozusagen eine ewige Rente sein. Da sind wir dann aber beim Doppelten an Geld. Da bist du bei 1,2 Millionen. Wow, was denn eine ewige Rente? Ewige Rente ist nämlich genau das, dass du sozusagen nicht an deine goldene Gans ran musst. Also ich habe es jetzt vorhin so berechnet. Also logischerweise ist die Zahl natürlich größer, wenn ich sage, ich lebe wirklich nur von den Eiern und da bleibt meine Million, bleibt halt da liegen. Das wäre gut, ja. Genau, als wenn ich sage, ich nehme ein Stückchen, weil für die meisten ist das ehrlicherweise unrealistisch. Ja, das ist realistischer zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen was von der goldenen Gans immer stückchenweise dann auch wieder mit ab,
so dass es ja dann sozusagen weniger wird. Dann ist natürlich wichtig, dass man einen Rentenzeitraum berechnet, der realistisch ist. Ja, also wäre blöd, wenn du dann, also natürlich nicht nur mit 10 Jahren zu rechnen, sondern mit 30, 40 Jahren, whatever. Weil dann ist ja wirklich auf dem Punkt, ist dann sozusagen weg. Da gibt es dann auch noch Nuancen dazwischen, dass man sagen kann, okay, 100.000 Euro soll noch bleiben oder wie auch immer. Ich habe es jetzt erstmal plakativ hier so gemacht. Das heißt, ewige Rente mit, ich nehme nur die Eier und bleib quasi die goldene ganze Zeit übrig. Genau, dann wirst du bei 1,2 Millionen, was unrealistisch ist. Ja, durchaus. deswegen würde ich sagen, machen wir mal mit den 600.000 sozusagen. Guck mal, wie weit wir da kommen. Jetzt gibt es ja bei dir aber schon noch dieses Erbe. Hast du da ungefähr irgendwie eine Idee? Ist das Cash? Ist das eine Immobilie? So ganz grob. Immobilien auf jeden Fall. Immobilien. Okay. Hast du eine grobe Idee, was das Ding aktuell wert ist? Oder? Also ich würde es gerne mit einberechnen, weil das ist ja durchaus ein Vermögen, was du dann höchstwahrscheinlich ja auch in der Rentenzeit dann bekommst. Noch irgendwann oder vielleicht vorher, je nachdem. Und das ist ja schon Teil deines Vermögensstamms sozusagen. Also muss es nicht genau sein, aber wenn du sagst, ja, da gibt es so eine Immobilie, könnt mir vorstellen, also, die ist so 250.000 Euro oder irgendwas wert. Es sind 3 Häuser da. Oh, wow. Wobei man die Frage ist, eines ist sehr alt, ist die Frage, ob man aus dem nochmal was rausholen kann. Also momentan läuft das untervermietet, aber ich denke, da sind zu viel Kosten reinzustecken. Ob man damit nochmal was macht, ist die Frage. Das andere ist ein Geschäftshaus, das eine sehr gute Lage hat. Also ich denke, da kann durchaus was abfallen und das ein Wohnhaus. Also geteilt durch meine Schwester, also wir sind zu zweit. Ja, okay. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegt, also ist es doch nochmal 1 Million. Oh, wow. Die da rausspringen könnte. Also je nach wirtschaftlicher Lage natürlich auch. Ja, guck mal. Was ganz anderes. Ja, klar. Aber wie gesagt, was weiß ich, also es kann sein, dass die Eltern pflegebedürftig werden, was auch immer, dass das also da komplett drauf geht. Ja, man weiß es ja auch nie. Das heißt, wie sollen wir es rechnen? Wie fühlst du dich damit wohl? Ich bin ja dafür eigentlich immer ein bisschen pessimistisch, sozusagen zu rechnen. Ne? Also dann freuen wir uns, wenn es halt irgendwie mehr ist. Ich würde gerne das nicht wirklich einkalkulieren und das wäre halt dann auch, ich sag mal, wenn es so passiert, dann wäre das halt die goldene Gans. Ja, die wiederum vielleicht an die Kinder weitergeht. Ah, okay, du würdest es gar nicht unbedingt für dich benutzen. Okay, wir können es ja so genau machen. Dass man Werterhalt sozusagen macht und sagt, okay, das bleibt in der Familie und geht weiter. Okay, dann lass es uns doch so machen. Wir rechnen erstmal ohne das. Guck mal, was da für eine Zahl bei rauskommt. Und dann hast du ja immer noch sozusagen dann den Vergleich. Ne? Du weißt jetzt, okay, goldene Gans 600.000 Euro. Und wenn da was kommt, natürlich auch Erbschaftssteuer und so weiter. Aber gibt es auch Freibeträge. Dann hast du da sozusagen nochmal einen recht großen Puffer, falls irgendwas sozusagen nicht klappen sollte. So war jetzt auch so ein bisschen dein Ansatz. Ne? Okay. Und wenn du sagst, dass das eigentlich eh dafür gedacht ist, dann für die Kinder, dann ist ja auch okay. Also. Genau, also mein Anliegen ist wirklich eigentlich, dass ich selber auf guten Füßen stehe und da nicht. Okay, alles klar. Nee, macht ja auch Sinn, weil auch da wieder, man weiß ja nicht, wann es kommt und wie. Und also mit so einem Erbe ist halt echt immer schwierig, weil ja, es kommt vielleicht. Ja, genau. Also wenn das Haus vorher abbrennt, Kleidungsversicherung und so weiter. Aber so, also es ist halt nicht Cash auf dem Konto. So. Ja, es ist eine schöne Freude, wenn es kommt. Deine Zahlen sehen auch ohne das eigentlich soweit ganz gut aus. Ehrlicherweise. Na, also wir haben ja jetzt quasi uns überlegt, wie viel brauchst du im Alter, was ist sozusagen deine Wunschrente, dann was heißt das jetzt an Kapital, ne? Also goldene Eier, Gans und so weiter, da sind wir jetzt auf die grob 600.000 Euro gekommen. Und jetzt ist ja aber noch die Frage, okay, 600.000 habe ich oder brauche ich als goldene Gans, ein bisschen was ist ja schon da und so weiter. Was heißt es denn jetzt, wie viel muss ich denn noch auffüllen, also mit welcher Sparrate pro Monat quasi muss ich denn dann jetzt dann noch weiterrechnen. So, und das ist nämlich jetzt der nächste Schritt, den wir jetzt machen. Das können wir jetzt wunderbar machen mit der Vorbereitung, die wir gemacht haben. Und ich würde jetzt mal auch da verschiedene Rechnungen anstellen, weil die 250.000 Euro, die sollen ja idealerweise auch so ein bisschen aufgesplittet werden. Ich würde jetzt einmal rechnen, wenn du die kompletten 250.000 Euro in deine Vorsorge halt reinpackst. Ja, was kommt da für Zahlen raus? Monatliche Sparrate. Und dann können wir es ja so ein bisschen splitten. Ja, und gucken, wo du da auf einen guten Zweig kommst. Wenn du die 250.000 Euro reinpacken würdest, hättest du eine Sparrate im Hier und Jetzt von 380 Euro pro Monat. Das klingt gut.
die du genau sparen müsstest, investieren müsstest. Mhm. Ich habe jetzt verschiedene Zinssätze und so weiter angenommen. Also das jetzt nicht aufs Sparbuch legen, sondern dachte ich mir fast. Ist, ne, das muss arbeiten. Genau, das muss arbeiten. Ich habe jetzt aber auch nicht hochrennende Zinssätze, also Zinsen, eigentlich Renditen sozusagen, angenommen, sondern total machbar mit Medium Risiko. Und was ich auch angenommen habe, ist, dass es eine kleine Steigerung gibt in der Sparrate von 2% pro Jahr. Mhm. Also, dass du sagst, okay, ja, ich lege mal mit den 380 los und nächstes Jahr packe ich 2% drauf pro Monat und nochmal immer so ein bisschen mehr. Ne? Also unter der Annahme, die Einnahmen steigen ja, du hast noch Sparpotenziale und so weiter, dass du da immer ein bisschen was draufpacken kannst. Genau, aber das ist jetzt erstmal so die 380 Euro pro Monat, wenn du die kompletten 250.000 reinpacken willst. Mhm. Jetzt können wir so ein bisschen mal ausbalancieren und mal gucken, wie weit können wir denn gehen, was von den 250.000 Euro vielleicht abzunehmen, vielleicht nochmal ins Business oder wie auch immer reinstecken. Ja. Mhm. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ich nehme jetzt mal 50.000 Euro weg. Mhm, das also das heißt, dann willst du 200.000 Euro investieren. Mhm. Ja, da bist du dann schon bei einer Sparrate von 600 Euro. Okay. Was schon mal wieder ein bisschen anders klingt. Also da sieht man halt wirklich, es ist halt echt so ein, es ist so schön, dass wir das gerade machen, weil es zeigt einfach, die Zeit ist ein riesengroßer Faktor und natürlich logischerweise auch, und deswegen sage ich auch immer, so früh wie möglich, alles, was man hat, irgendwie reinzupacken. Weil was ich jetzt ja gemacht habe, ich habe nicht einfach nur 50.000 Euro weggenommen, sondern ich habe 50.000 Euro über 20 Jahre weggenommen. Ja, genau. Sprich, ne, also am Anfang 50.000 Euro weg, die du nicht investierst. Diese 50.000 Euro hätten ja aber 20 Jahre lang für dich gearbeitet und sich potenziert und wären mehr geworden. Deswegen habe ich jetzt 50.000 Euro mal Zinseszinseffekt auf 20 Jahre weggenommen. Und deswegen wird jetzt die Sparrate verdoppelt so. Ne? Und das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied. Okay. Wollen wir mal, um uns da wieder ein bisschen ranzutasten, an was realistisch ist. Ich mache das mal 225, dann bist du bei knapp 500 Euro. Also ich habe jetzt 225.000 Euro reingepackt, Anfangskapital, dann bist du bei knapp 500 Euro Sparrate pro Monat. Also jetzt haben wir ja mal mit ein paar Zahlen jongliert. Also wie gesagt, da gibt es jetzt verschiedene Schrauben, an denen du drehen kannst. Du hattest vorhin schon gesagt, naja, 67 kann ja auch noch ein bisschen weiterarbeiten. So, ne? Da können wir möchte ich. Aber es ist natürlich mehr Jahre reinpacken, ist natürlich irgendwie ein Risiko. Es ist ja auch so, weißt du, irgendwann, finde ich, möchtest du den Punkt haben, wo du sagst, es ist schön, dass ich arbeiten kann, aber ich muss nicht. Das ist natürlich, das sollte natürlich das Ziel sein. Definitiv auch einfach, um ja so ein bisschen dann auch wirklich die Rente zu genießen. Ne? Genau. Also genau, du siehst, wir haben jetzt mal so von, also unter die 380 Euro kommst du sozusagen nicht. Ja, das ist sozusagen das Minimum, was du brauchst an Sparrat, bis hin zu. Ja, also wenn wir 50.000 Euro wegnehmen, ist es halt fast das Doppelte mit 600 Euro. Wenn wir was abnehmen, sind wir bei 500 Euro. Was fühlt sich denn für dich, das muss ja nicht jetzt entscheiden, ne? Aber der Trade-off ist halt, was passiert mit diesen 250.000 Euro wann? Ne? Wenn du sagst, okay, ich pack das jetzt alles rein, cool. Oder wenn du sagst, ich nehme noch 25.000 Euro weg, müsstest du dann sozusagen für dich überlegen, was für dich dann trotzdem noch machbar ist, monatlich wegzusparen. Da dreht sich dann natürlich, kommen wir natürlich zu deinen Einnahmen. Ne? Jetzt, genau. zu deinem Business oder zu deinen Einnahmen ganz generell. Aber bevor wir dazu jetzt gehen, hilft dir das jetzt schon mal, um so eine grobe Einschätzung zu haben? Also du weißt, du bewegst dich irgendwo, ich sag mal, zwischen 400 und 600 Euro. So ja, total. Also das ist jetzt super. Also jetzt ist es greifbar, weißt du? Ja. Davor war es irgendwie so ein Riesenwust und unklar. Ja. Und jetzt ist einfach was, wo ich sage, okay. Und es ist auch was, wo ich sage, es ist leistbar. Ja, ohne dass ich jetzt auf dem Zahnfleisch daherkomme. Ja, voll gut. Also und ich sag mal, also für alle, die das jetzt hören, ja, das ist jetzt natürlich ein Beispiel für Franziska. Speziell die Mechanik ist natürlich für alle immer dann die gleiche, das so auszurechnen, die verschiedenen Schritte zu gehen und so weiter. Aber ich finde, an diesem Beispiel sieht man auch sehr schön die Schrauben. Ne? Also was dir gerade sehr zugute kommt, ist, dass du recht sparsam lebst. Ja, 1.500 Euro im Monat ist eigentlich nichts. Ja, das zahlen manche an Miete. Also das sind natürlich die Schrauben, die so eine Rentenlücke dann ausmachen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich brauche 4.000 Euro im Monat, dann reden wir über was anderes. So, ne? Aber das kommt dir gerade zugute, zu sagen, diese 1.500 Euro reichen mir, wir haben die inflationsbereinigt und so weiter. Ja. Und dann ist es sozusagen auch okay, dass ein gesetzlicher Rente auch nur das reinkommt, weil es in einem Verhältnis steht.
So, wenn ich jetzt 4.000 Euro brauche und bekomme 500 Euro gesetzliche Rente und that's it und ich habe kein Anfangskapital und bin vielleicht schon 10 Jahre älter, dann ist das einfach also nicht mehr machbar. Also sehr, sehr schwierig machbar. Mhm. Das heißt, bei dir brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig daran zu gehen, zu sagen, naja, wo kannst du denn irgendwie noch Kosten cutten oder so? Ne? Also nee, nicht wirklich. Schrauben brauchen wir bei dir gar nicht rangehen, wenn du schon recht sauber sozusagen reinkommst. Genau. Wir können nur gucken, wo können wir aufstocken. Ich denke auch, die hauptsächliche Schraube bei dir ist, wie gesagt, Ausgaben gibt es, glaube ich, nicht mehr so super viel zu tun. Zinssatz habe ich einen guten Durchschnitt eigentlich angenommen in der Rechnung. Ja, also der ist relativ gut zu erreichen, denke ich mal. Mhm. Das wäre jetzt natürlich auch noch eine Schraube, dass man dann beim Investieren sagt, ja, da muss ich mehr Risiko eingehen und so weiter. Aber auch da immer langsam mit den Pferden. Mhm. Sondern ich denke auch bei dir, so wie sich das darstellt, ist auf jeden Fall das Thema Einnahmen erhöhen. So, genau. Und was natürlich noch so ein Seitenarm ist, den ich dir auch noch gerne mitgeben möchte, einfach nur so als Input nochmal, dass es schon in deiner Situation aber schon auch Sinn machen kann, das Ganze nochmal mit einer privaten Rentenversicherung zu unterfüttern. Also nochmal wirklich so den Grundbaustein zu haben, weil das, was wir jetzt dann demnächst nochmal sozusagen weiter besprechen oder worauf es jetzt auch aufgebaut ist, ist ja hauptsächlich, ich sag mal, Investitionen, die mit einem gewissen Risiko einhergehen. Ne? Also und auch, ja, wann ist denn dann Ende? Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Und eine Rentenversicherung, die zahlt egal was. Ja, also egal was kommt, die zahlt quasi dann dein Leben lang. So, ne? Und da gibt es auch keine Schwankungen, das ist dann deren Problem, sondern die zahlen dir den Betrag, der dir dann halt sozusagen zusteht. So gibt es natürlich auch Ausgestaltungen und so weiter. Aber das wäre, glaube ich, ganz gut, da diese Basis vielleicht die gesetzliche Rente damit vielleicht schon nochmal zu flankieren. Jetzt nicht übermäßig, aber so, dass wirklich dann, wenn es hart auf hart kommt, so deine absolute Grundsicherung, Miete und so weiter, schon auch abgesichert ist halt. Mhm. Wie sicher siehst du die gesetzliche Rente? Also du, ich kriege da sowieso auch relativ wenig raus. Also ich rechne da nicht mit, aber naja, wie sicher, also wir leben ja immer noch in Deutschland und nicht irgendwo in einem Land, wo das alles gerade noch so vielleicht im Aufbau ist oder wo man sich da jetzt auf gar nichts verlassen kann. Also es wird irgendeine Form der gesetzlichen Rente, wird es natürlich immer weiter geben. Ne? Die Frage ist jetzt aber natürlich, wie sich das entwickelt. Also das braucht halt schon eine Reform, das ganze System, weil es ist ja so aufgebaut, dass die jetzt arbeitende Generation, die jetzt Rentnergeneration finanziert und demografischer Wandel und so weiter. Also so wie es ist, kann es nicht bleiben. Aber da gibt es ja auch schon ein paar Ideen, Aktienrente und so weiter. Aber ja, das, also wie gesagt, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, das dann auch mit einzubrechen und zu sagen, ja, das kommt dann auf jeden Fall, weil so richtig weiß man es dann am Ende des Tages doch nicht. Ne? Das schwingt natürlich immer überall mit, aber ich bin dann eher auf der Seite, ich nehme das mit, cool, freuen wir uns. Aber die Kontrolle sozusagen, mehr Kontrolle habe ich über das, was ich mit meinem Geld mache und nicht, was der Staat mit meiner Rente macht. So. Und deswegen, ja, umso besser da eigenes Vermögen aufzubauen, um jetzt auszurechnen mit der goldenen Gans und so weiter. Ja. Genau, und in deiner Gesamtsparrate, ne, wenn wir jetzt diese 400 bis 600 Euro nehmen, da ist dann, wenn du sagst, ich will noch was für die Grundsicherung machen, das kriegt man da auch mit reingerechnet. Also da kommen jetzt nicht nochmal 400 Euro on top oder so. Ne? Dann ist es halt eher eine Verteilungssache. Okay. Also damit kannst du dann in der Ausgestaltung ganz viel arbeiten. So. Mhm. Okay, weil dann würde ich da jetzt nämlich erstmal so einen Strich drunter machen. Das war jetzt, glaube ich, ein recht langer Block mit viel und so weiter. Aber gut zu wissen, was da jetzt so bei rumkommt. Und auch, dass die 250.000 Euro viel Geld sind und dich auch total retten, absolut. Aber halt noch nicht genug. So, ne? Aber super gute Basis einfach, die halt zu haben. Setzt natürlich aber auch voraus, dass du die auch wirklich investierst. Ja, also das ist jetzt hier geschriebenes Gesetz sozusagen, dass sich das dann auch vermehrt. Aber das kriegt man ja dann auch wunderbar hin. Also zum Beispiel Mentoring oder wie auch immer, machen wir genau sozusagen das. Also das, was wir jetzt auch gemacht haben, ist halt auch Teil des Mentorings sozusagen. Ein bisschen feiner nochmal. Genau, haben wir ja gerade schon gesagt. Bei dir ist, denke ich, der größte Hebel die Einnahmenseite. Ausgaben ist nicht mehr so viel zu holen. Sparrate und so weiter steht, das müsstest du erreichen. Ruhe mich doch gerne mal so ein bisschen ab. Also weil deine Einnahmequelle, die du jetzt gerade hast, ist ja dein Business. So. Du hast aber auch schon eingangs gesagt, dass es sich noch nicht alleine trägt. Also wie viel reden wir da ungefähr? Also wenn du sagst, du brauchst gerade 1.500 Euro zum Leben, wenn wir jetzt noch eine Sparrate von 500 Euro on top
packen, dann sind wir bei 2000 Euro, die eigentlich dann ab jetzt netto reinkommen müssten. Mhm. Wo stehst du denn da gerade in dem Verhältnis? Also jetzt zum heutigen Tag ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, dadurch, dass ich ja mit meinem eigenen Business sind die 1500 abgedeckt. Ah, super. Wenn es gut läuft, ja. Alles? Okay. Genau. Also, und das ist einfach eine Sache, ja, wo ich ja jetzt sozusagen von der Familie und vom Mann immer noch mit abgesichert war in gewisser Weise. Mhm. Jetzt habe ich eben auch aus dem Aspekt, den wir vorhin hatten, war die Sache, okay, jetzt gehe ich nochmal mit in den Angestelltenverhältnis rein, mhm. um da erstmal eine Basis zu haben und von der aus weiter agieren zu können. Ja, also ist das eh auch schon der Plan. Genau, das ist jetzt der Plan. Da ist der Vertrag soweit auch da. Da geht es jetzt auch noch ein bisschen um Gehaltsverhandlungen. Ja. Genau, also die Grundlage ist auf jeden Fall abgedeckt und die Sparrate ist jetzt dann auch gut abgedeckt. Also perfekt. Da mache ich mir keine Gedanken und ich denke, es bleibt dann auch nochmal ein Schluck übrig, den ich nochmal anders anlegen kann oder halt sage, ich investiere direkt ins Business. Das ist jetzt die Frage. Mhm. Wahrscheinlich eher mit einer größeren Summe einsteigen im Business, die sich dann halt wieder rausarbeitet. Okay. Ja das freut mich gerade sehr zu hören, weil das ist nämlich auch in der Vorbereitung, dachte ich so, okay, ja, vielleicht mal über einen Angestelltenjob. Und, also manche Selbstständige sind ja so, ich bin selbstständig. Nee, muss ich nicht. Total offen und also voll gut. Ich glaube, das ist genau das, was es dann auch braucht in so einer Phase der Umorientierung, ja, etwas zu haben, was einfach Sicherheit bringt. Punkt. So, ja, man schläft besser. Die 1,5 zusätzlich oder wie viel auch immer das dann ist, 2, keine Ahnung, wie es jetzt in den Gehaltsverhandlungen dann läuft, die kommen halt und das ist cool und das ist meine Basis, damit kann ich mich versorgen und davon kann ich dann noch was wegsparen und wieder ins Business rein investieren, Stück für Stück. Das finde ich auch immer besser, nachhaltiger, als zu sagen, ich nehme jetzt 50.000 Euro und investiere es jetzt ins Business, weil wie denn, was denn, wo denn, ne? Also... So, also ich finde es immer also nachhaltiger, wenn das Business sozusagen mit mir mitwächst. So, weißt du, was ich meine? So kleine Schritte zu gehen. Also was ich häufig beobachte, und den Fehler habe ich auch schon gemacht, oder was man auch viel bei so Startups sozusagen sieht, die kriegen viel Geld, so viel Geld, wie sie noch nie hatten. Und da fehlt einfach die Erfahrung, das wie gesagt so einzuschätzen. Mhm. Und dann wird es recht früh in irgendetwas investiert, was vielleicht dann in 3-4 Monaten gar nicht mehr so notwendig ist. So, ne, klar, wenn ich sagen würde, ich muss jetzt die und die Maschine kaufen. Ja, klar, okay, ja, dann würde ich erstmal challenge, kannst du die nicht mieten oder so, ne? aber bei dir ist es jetzt auch ein relativ investitionsunintensives Business, so, ne? Du hast keine Maschine, also du bist ja eigentlich richtig, der Asset. Genau. Mhm. Du bist der Asset, du und deine Zeit, ihr seid der Wert, ihr seid das Asset. Ne? Und klar kann man jetzt die Website noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen mehr in Marketing investieren und so weiter. Genau, also Marketing ist der Punkt. Ja. Genau, aber dafür braucht man jetzt nicht 50.000 Euro auf einen Schlag. Mhm. Nee, so, natürlich nicht. Ne? Dafür brauchst du vielleicht 200 Euro im Monat oder wie auch immer. Oder ja, mal eine Investition upfront, mal zu sagen, ich bestelle mir einen Freelancer für ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro, der die Website vielleicht nochmal neu macht oder so. Ne? Genau. Oder mal ein Logo, keine Ahnung, was man da. kann man ja vieles machen. Aber vieles braucht man am Anfang auch nicht unbedingt. So, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Und ich glaube, es verleitet, wenn man dann viel Geld hat, zu sagen, erst machen wir das und das und das und das und das. Und jetzt kommen wir in die GmbH und jetzt packen wir da 12.500 Euro Kapital rein und so. Ne? Klar kann man dann auch damit arbeiten. Mit dem Kapital dafür ist ja dann auch da. Aber es verführt so, also ich sag mal, viel Geld an einem bestimmten Zeitpunkt verführt dazu, viel Geld auch auszugeben. Natürlich, dann im Hier und Jetzt. So wie es bei dir klingt, ist das aber vielleicht gar nicht notwendig, sondern könntest du aus den laufenden Einnahmen, die du dann erzielst, durch das Business und durch dann deinen zweiten Job, stimmt eigentlich, da immer wieder was reinfüttern, was dann halt gerade notwendig ist. Und wenn es gerade gar nicht so viel, dann sparst du es erstmal an und sparst du auf eine größere Investition, die du dann brauchst oder wie auch immer. Ich bin ja großer Freund von erst Umsatz, dann Kosten. ist ein gutes Vorgehen grundlegend. Erstmal irgendwie reinholen und es kommt ja auch was rein. Bei dir, das ist ja top, ja. Also wenn da die 1,5 schon reinkommen, ist ja super. Ja. So, also ist ja in totaler guten Lage. Deswegen gibt es jetzt auch, glaube ich, gar nichts, habe ich jetzt auch gar keine weiteren bahnbrechenden Ideen oder großartigen Input. Also ich finde, es läuft ja. Also meine Essenz aus dem Gespräch ist gerade, ja, läuft. so gesehen schon. Ja. Also der größte Hebel, den du hast, den du dann jetzt auch, also die 100.000 hast du ja auch schon, die würde ich auch jetzt tatsächlich angehen zu investieren. Ja, da würde ich jetzt gar nicht auf den Rest noch warten. Das, was du hast, kann investiert werden,
schon für dich arbeiten. Und das, was wir jetzt natürlich gerechnet haben in den ganzen Rechnern, ist ab jetzt sozusagen. Mhm. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, dein Fahrplan. Investieren, investieren lernen, das Wissen aneignen. Da noch kurz, weil du am Anfang gesagt hast, Aktien, ETFs sind mir so unsicher und so. Was ist denn eine sichere Geldanlage? Also ich habe jetzt in deinem Beispiel mit einer relativ niedrigen Rendite gerechnet, aber immer noch mehr als Tagesgeld sozusagen. Okay. Ja, gerade. Also du musst es schon einfach investieren. Und zum Thema Risiko ist es ja schon so, dass wir alle unsere individuelle Risikobereitschaft sozusagen haben. Ne? Das setzt sich so zusammen aus einer gewissen Stressresistenz, also psychologisch, aber auch wie viel Risiko muss ich denn eingehen, um halt irgendwie noch auf den grünen Zweig zu kommen. Da ist bei dir auch wieder gar nicht notwendig, jetzt krass super viel Risiko einzugehen. Und wie viel bin ich auch einfach bereit sozusagen einzugehen an Risiko? Womit fühle ich mich halt einfach wohl? Das heißt, dieses sicher, unsicher, das kann ich natürlich auch mitsteuern. Worüber wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, das fällt mir jetzt gerade ein, hast du irgendeine Art von Notgroschen? Du hast es, glaube ich, angegeben, ein paar tausend Euro liegen noch auf einer Seite, ne? Ja, 3.000 oder so. Also. Ja, okay. Weil das wäre nämlich jetzt sozusagen nochmal ein Schritt davor, dass du was von dem Geld, also wenn du jetzt aber schon was liegen hast, ist ja gut, ne? Also nochmal Notgroschen auffüllen. Der kommt nämlich aufs Tagesgeldkonto. Der bleibt da liegen. Genau. Der ist auch nicht dafür da, sich zu vermehren, sondern das ist wirklich der Sicherheitsbaustein. Und da komme ich nämlich jetzt gerade mit dem Risiko nochmal zurück. Wenn ich auch schon eine gewisse Sicherheit habe da, ne? Oder bei dir ist ja schon auch noch das Erbe so im Hintergrund, ne? Das wirkt natürlich auch sozusagen auf die Risikobereitschaft, wie viel Risiko ich da auch eingehen will oder schrägstrich muss, kann. Also dieses, klar, Aktien, ETFs, die ja am Ende des Tages auch Aktien sind, aber halt einfach ganz viel gebündelt. Dadurch streut man das Risiko schon mal. Du streust das Risiko, indem du breit investierst. Du streust das Risiko, indem du lang investierst. Bei dir 20 Jahre, perfekt, ja. Also super gut. Und natürlich, und da gibt es diesen wunderschönen Spruch, wenn Sie das größte Risiko für Ihre finanzielle Zukunft sehen wollen, schauen Sie in den Spiegel, ja. Der Markt da draußen, das ist nicht die Börse. So, ja, da, wenn man das einmal weiß, dass es, ja, es geht hoch und runter, wenn man einmal weiß, was da zu tun ist und wie man das aussitzt und so weiter und halt eben diesen Background hat von, okay, ich weiß, dass das kommt und ich weiß, was dann zu tun ist. Und ich bin nicht zu viel Risiko eingegangen, sodass mir die Flatter geht und dass ich nachts nicht schlafen kann. Ja, also das kommt dann durchs Gesamtkonstrukt eben. Aber so kann man mit dem Risiko, das es selbstverständlich gibt an den Aktienmärkten, aber man, es ist sehr, sehr gut zu managen individuell, das will ich damit sagen. Also es ist nichts, wo man jetzt keinen Spielraum hat, sondern individuell ist das managebar. Okay. Eben durch sowas wie andere Sicherheiten, Job und so weiter. Ne? Klar, es sind risikoreiche Investments, es geht hoch, es geht runter auf lange Zeit, aber wie gesagt, geht es nach oben. Auf lange Zeit kann man nur gewinnen. Von daher, und bei dir mit den 20 Jahren alles easy. So. Okay. Ich denke, psychologisch darf man das lernen, ja. Also wenn du einfach nie groß mit Geld umgegangen bist und auch Schwankungen oder so, ja, da ist natürlich, du kennst es, also nein, du kennst es nicht aus dem Muttersein, ja, aber diese Erfahrung, ja, wenn du sozusagen Mutter wirst, aus dem eigenen Job ausgehst, kein eigenes Geld mehr hast, ja, also. Die fehlt die Erfahrung, die Übung, das Wissen natürlich auch an der Stelle, ganz klar. Ja. Und deswegen predige ich auch immer, also diese Angst wird weniger, je mehr ich weiß. Ja. So, ne? Also wenn ich dann erstmal weiß, so ja, okay, und in der Krise, was ist, ja, die kann kommen und was passiert denn dann eigentlich genau? So, ne? Und das dann auch wieder hochgeht. Also so diese Ausmaße, und das machen wir zum Beispiel auch im Mentoring mal, den, also was ist so der worst case, ja, manche sagen, dann muss ich unter der Brücke schlafen und wenn ich mein ganzes Geld verliere und so, erstens passiert das nicht, ja, also Börse kann nicht ins Minus gehen, ja, also es sei denn, ich mache jetzt irgendwelche komischen Spielchen da, aber also, wir machen das, geht nicht ins Minus, schon mal irgendwie nicht, und selbst dann, ne, wenn man dann mal überlegt, ja, was ist denn so, was passiert im schlimmsten Fall? Dann habe ich irgendwie immer noch meine Eltern, die vielleicht einspringen können. Dann kann ich bei meiner Freundin irgendwie pennen. Also, aber es passiert ja auch nicht. Ne? Also klar, der Worst Case, wenn man sich den mal so ausmalt, ist die eine Sache. Da ist meistens schon, ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich werde nicht unter der Brücke landen. Plus die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Worst Cases ist halt auch relativ gering. So. Aber das sind halt so Gedankenspiele, die muss man einmal machen und sich das mal so vor Augen führen und sagen, und dann kommt man nämlich schnell zu dem Ergebnis, na, also eigentlich kann ich ja nur gewinnen. Ja, genau, eigentlich kannst du nur gewinnen. Okay. Aber das muss unterfüttert werden mit halt Fakten und Wissen. Ja, und klar.
man muss es halt schon fühlen. So. Ja. Aber deswegen machen wir auch Glaubenssätze und so weiter, alles pipapo. Dann beschäftigen wir uns ja auch einige Wochen dann damit. Okay, weil dann würde ich nämlich inhaltlich hier erstmal einen Cut machen. Mhm. Weil ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Mhm. So viel Hauruck-Arbeit ist bei dir jetzt gar nicht zu machen. So, Glück, bist ja. Du, was du machen kannst und halt die Einnahmen steigern, da bist du aber auch schon dran. Mhm. Ich bin ja Freund davon, dann quasi, also es gibt ja bei dir durchaus noch, gibt ja was zu tun. Was ist denn dein Commitment? Was wären für dich jetzt so die nächsten 3 Schritte, was möchtest du jetzt als nächstes angehen in deinem Fahrplan sozusagen? Wir haben über Investieren gesprochen, wir haben über zusätzliche Einnahmen gesprochen. Also was ist vielleicht eine Entscheidung, die du treffen möchtest, oder was ist ein Gespräch, das du führen möchtest? Oder ne? Also jetzt haben wir natürlich gesprochen in der Theorie, was gibt es für dich zu tun? Jetzt müssen wir es natürlich aber in die Praxis holen. Genau. Was würdest du sagen, sind das so deine nächsten 3 Schritte, um das, was wir jetzt hier konstruiert haben, wahr werden zu lassen? Also ich denke, das Erste, wo ich ja eben dabei bin, ist der Arbeitsvertrag, ja, dass ich den auf jeden Fall habe. Der zweite Schritt wäre jetzt für mich wirklich zu sagen, okay, das Geld, die 100.000, die jetzt da sind vom Tagesgeldkonto, wie lege ich die sinnvoll an? Also das zeitnahste Ziel jetzt dann auf jeden Fall. Was ist da, aber was ist da jetzt ein Schritt, dahin zu kommen? Ja, es ist noch so ein bisschen die Frage, packe ich es jetzt selber an? Oder gehe ich eben in eine Beratung, in Mentoring, oder finde ich jemanden, weiß ich nicht, wer berät mich da? Ja, das Frage, ist es jemand bei der Bank, wo ich hingehe? Oder gibt's bessere Leute, ja, die mir bessere Infos geben können zu meinem Geld? Also zur Bank würde ich nicht gehen. Dachte ich mir jetzt fast. Also ne, die Bank hat natürlich ein Interesse daran, dass du das Geld auf das Konto packst. Genau. Oder einen Bausparvertrag oder ich sag mal, die wollen ja logischerweise, ja, das meine ich gar nicht böse, logischerweise, wenn ich zur Bank gehe, dann verkaufen mir die natürlich ihre Bankprodukte so, ne? Und ihre höchstwahrscheinlich aktiven Aktienfonds und da fällt auch schon mal so ein Wort zu ETFs, aber wenn man reinguckt, ist es eigentlich gar kein ETF und so weiter. Okay. Also es klingt für mich danach, aber das kann ja ein guter nächster Schritt sein, dir da nochmal klar zu werden, mit wem gehe ich jetzt sozusagen. Ne? Genau, du hast diese verschiedenen Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, deinen Bankberater anzurufen. Das ist Möglichkeit 1, wohlwissend, dass der natürlich ein Interesse hat, dass das Geld da bleibt, logischerweise. Ja. Wo irgendwie von denen verwaltet wird. Dann hast du die Möglichkeit zu einem, weil wir hatten auch über Versicherungen gesprochen und so, zu einem Vermögensberater zu gehen, der das dann für dich anlegt und verwaltet. Gibt es auch, ne? Also, du sagst, hey, ich habe jetzt 250.000 Euro, bitte machen. Gibt es auch. Da ist sozusagen der, ich sage mal, Vorteil, ist erstmal weg. Ja, aber eben auch alle Nachteile, die damit einhergehen. Ne? Also erstmal kostet dieser Mensch natürlich auch Geld dafür, dass er das natürlich macht. Du weißt nicht genau, in was investiert er da dann jetzt. Ist das irgendwie so das Beste? Auch da sind eher aktive Fonds. Wird viel damit gearbeitet, als jetzt ETFs beispielsweise. Und so richtig weißt du halt nicht, was passiert jetzt damit. Ne? Also dann hast du es halt auch wieder abgegeben, wie bei der Bank auch. Das ist halt abgegeben. Oder, und logischerweise, also das ist irgendein Grund bisher auch hier gelandet, so selber machen, aber mit Anleitung halt. Ne? Also selber machen heißt nicht alleine machen, sondern selber machen heißt, selber die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine Entscheidung, die man vorher treffen muss. Und da gibt es auch viele, die sagen, oh, nee, besser nicht. Ich glaube, es ist die schlauere Entscheidung, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung selber, ich kümmere mich dann selber drum, eben mit Anleitung. Und dann kannst du hier gucken, ob du den Coach suchst, ob du ins Mentoring kommst. Bei uns im Mentoring hast du auch den Zugang zu Honorarberatern. Ja, also wenn wir nochmal über Verpflichtungen sprechen und so weiter. Bei dir gibt es jetzt erstmal nichts zu checken, weil du relativ blank reinkommst. So. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, mit eben den Beratern zu sprechen, okay, was wäre denn für mich irgendwie noch sinnvoll oder so, ne? Also welche Versicherungen sind für mich noch so Sinn machen. Das sind jetzt mal so die 3, ja, und Weg 4, komplettes Selbststudium gibt es natürlich auch, ne? Okay, dass du sagst, Bücher, YouTube, keine Ahnung, ja, ich stütze mich da jetzt erstmal selbst rein, kannst du natürlich auch machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen, ne? Ein Nachteil bei der Geschichte ist dann eher, ja, sozusagen, woher weiß ich jetzt, dass ich das richtig gemacht habe, habe ich jetzt wirklich alle Informationen, ne? Also ich glaube, so der Anfangswissensschub, den machen sehr viele mit. Und dann aber zu entscheiden, okay, welchen Schritt mache ich denn jetzt nach welchem und was ist jetzt in meiner persönlichen, die Bücher sind dann immer für die Masse geschrieben und nicht für eine Person, nicht so persönlich.
das sind da, denke ich, so die, ja, die Für und Wider, die du so hast. Aber das sind so die vier Möglichkeiten, die sich dir jetzt eröffnen. Aber dann ist doch schon mal ein ganz guter nächster Schritt, diese Entscheidung erstmal zu treffen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Mhm. Ich nenne es mal Entscheidung über Weg, sozusagen. Genau. Über Weg ans Ziel, genau. Und da habe ich jetzt die vier Möglichkeiten schon mal so mit auf den Weg gegeben. Arbeitsvertrag, was ist da so deine Deadline? Von Ende des Monats. Okay, ja, super. Das ist ja dann jetzt auch schon bald. Perfekt. Und Entscheidung über den Weg ans Ziel, bis wann willst du die getroffen haben? Ich sag mal, ich weiß, dass Einarbeitung ist ja auch noch mal eine ganze Menge Zeug, aber Ende Oktober, spätestens Ende November. Die Entscheidung getroffen haben oder schon losgelegt haben? Oder wir sind jetzt erstmal nur bei der Entscheidung. Willst du Bank, willst du Berater, willst du Coaching, willst du alleine machen? Das möchte ich bis Ende Oktober durchhaben. Okay. Und fällt dir noch ein dritter Schritt ein, der noch so, vielleicht etwas, was du heute noch machen kannst, dass du das Momentum so ein bisschen mitnimmst? Sowas wie, keine Ahnung, nochmal über die Zahlen gehen, aufschreiben, ja, Ziele aufschreiben ist auch mal schön. Also das auf jeden Fall. Jetzt auch, weil es jetzt doch vieles war, was jetzt so greifbar wird. Auch definitiv nochmal jetzt über einen privaten Rentenvertrag mich informieren. Nochmal nachgucken, was macht da Sinn, was ist möglich. Ja, und ich denke, was jetzt schon auch, weil es ja konkreter wird, ist die Frage, was mache ich genau mit meinem Business, in welchem Umfang? Also ich bin da ja durchaus sehr, sehr viel auch noch in Einzel- und Gruppending. Ich sage mal, das ist so das Hauptstandbein. Habe aber auch schon Vorträge und auch Kurse für Fachpersonal gehalten. Ja. Dass also das definitiv schauen, wie ich das ausbauen kann. Ein bisschen Business Planning. Genau. Bis dahin, wie kann ich vielleicht sogar passives Einkommen generieren da? Also wo ich auch dran bin, ein Buch zu schreiben, seit einiger Zeit. Ja, genau, super. Also wirklich, ja genau, zu überlegen, wie ziehe ich das Business jetzt konkret weiter auf. Okay, cool. Ja, da ist ja schon einige, also am nächsten, am Horizont ist jetzt sozusagen der Arbeitsvertrag, da einen Strich drunter zu kriegen. Genau. Weil er sich, glaube ich, bringt. Genau, das bringt dann Sicherheit und da auch wieder, also zahlst du ja auch wieder in die gesetzliche Rente ein und so weiter. Also es zieht ja auch einen Rattenschwanz nach sich. Dann Entscheidungen darüber treffen, diese 250.000 Euro oder die 100, die da jetzt schon liegen. Möglichst schnell arbeiten zu lassen. Da ist jetzt erstmal die erste Entscheidung, mit wem jetzt sozusagen, mit welchem Weg wähle ich da jetzt? Private Rentenversicherung, würde ich da auch so ein bisschen mit dranhängen, weil es gehört irgendwie so mit dazu. Also idealerweise findest du jemanden, der es gesamtheitlich betrachtet, der da halt auch Input geben kann und Business Planning. Ja, cool, guck mal, dann haben wir doch alle Themen mit drin. So, dann haben wir die Einnahmen mit drin, über den Arbeitsvertrag und die Sicherheit, investieren haben wir mit drin und dein Business mit Business Planning haben wir auch mit drin. Voll gut. Das ist nämlich auch meine nächste Frage an dich. Also was nimmst du so mit? Also wie fühlst du dich? Was nimmst du mit? Wenn wir nochmal ein bisschen so zurückspulen vorher, ja, Zäsur im Leben, ein bisschen Unsicherheit, Unklarheit mit dem Geld machen, reicht das? Ja, nein und so. Wie kriege ich das alles unter? Was hat sich jetzt so, wie ist jetzt so dein Klarheit, Sicherheitsstand, was auch immer? Also deutlich klarer. Also ich bildlich gesprochen, es hat sich davor sehr, sehr schwimmend, sehr, sehr wabernd angefühlt. Ja, und jetzt ist es einfach eine greifbare Sache, die auch angehbar ist, weißt du? Weil davor ist es ja irgendwie so wenn, solange du es nicht wirklich greifen kannst, kannst du auch keinen nächsten Schritt machen. Absolut, ja. Und das fühlt sich jetzt irgendwie so an, okay, jetzt ist da eine Kraft da, um ganz klar auch Entscheidungen treffen zu können. Ja, voll gut. Und ist bei dir auch eine gewisse Erleichterung, dass es machbar ist? Auf jeden Fall, ja. Ja, das schwingt ja auch so mit, ne? Ah, kriege ich das überhaupt hin und so? Und dann jetzt, ist eigentlich ganz gut, kriege ich ganz gut hin. Ist ja auch eine schöne Erkenntnis so, ne? Also nimmt auch was von der Angst weg schon mal. Es gibt ja noch viele Stellschrauben, wie du sagst, ja? Und auch jetzt zu sagen, wenn das mit dem Business wirklich auch gut ins Laufen kommt, dann geht ja noch was. Ja, also dann ist ja nicht das, dass ich sage, okay, ich bin jetzt zum Glück abgesichert im Alter. Ja. Sondern es kann ja sogar sein, dass ich sage, hey, ich kann mir noch richtig was leisten, es ist noch gut was drin für die Kinder nebenbei, ja, die können noch was abhaben. Ja, total. Und das ist einfach auch ein schönes Gefühl jetzt, ja, zu merken, okay, ich komme locker durch meine Grundsicherung durch. Ja. Und es gibt noch Luft nach oben. Ja, super gut. Voll schön. Genau, ja, du kommst, denke ich, ganz locker durch. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass du es halt investierst, dass es
dass es halt für dich arbeitet, dass da keine großartigen Fehler passieren. Und natürlich auch so ein bisschen Kosten. Ne? Also ich hatte vorhin so ein bisschen angedeutet mit aktiven Fonds. Die sind natürlich teurer als ETFs. Also das, die Zinsen, mit denen ich da jetzt gerechnet habe und das Konstrukt baut jetzt schon darauf auf. Wir wählen sozusagen einen langfristig günstigen Weg. Ja, es gibt natürlich auch teurere Fonds, die dann natürlich an deine Rendite gehen, so aktive Fonds oder so weiter. Oder wenn ihr da jetzt einen Berater hast, der halt immer wieder ein bisschen was davon abnimmt, ne? Oft nehmen die auch nochmal eine Provision und so weiter. Ne? Also das läuft halt ganz oft so, dass wir dann okay, 250.000 Euro nehmen wir pro Jahr nochmal X irgendwie ab. Das ist dann natürlich alles Geld, was dann jahrelang halt nicht für dich arbeiten kann. Aber ich glaube, wenn du es in einem Batzen sozusagen nimmst und dann wirklich auch auf die Kosten, auf die, vor allem auf die monatlichen Kosten oder jährlichen Kosten, die halt immer wieder was davon abnehmen, halt achtest. Und so ein ETF, der kostet im Durchschnitt 0,35% und ein aktiver Fonds kostet ganz gerne mal 2%. Ja, das ist halt ein Riesenunterschied. Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Und auch wenn es um so Sachen geht, wie manchmal kann man das ja auch, ja, mir geht mittlerweile so digitale Berater oder so, ne? Die kosten aber auch 4% da. Also genau, da würde ich einfach schauen, weil das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mit einberechnet. Das ist jetzt der Best Case. So, du machst einmal am Anfang eine Investition in das Wissen und so weiter und verwaltest es dann aber selber. Okay. So, wenn du dann dieses Wissen halt hast. Ansonsten müssen wir nicht bei den Zinsen nochmal ein bisschen was runternehmen, weil du einfach die Rendite halt nicht kommst. Ja. Genau. Alles klar. Gut, Franziska, vielen, vielen Dank. Danke dir. Fürs Teilen, so offenes Teilen, auch über Zahlen zu sprechen und Lebenssituationen und so weiter. Ich glaube, es hat ganz viele jetzt, hoffe ich zumindest mal, inspiriert, auch mal so in ihr Topic reinzugucken, wo es noch sowas so gibt und da vielleicht auch Klarheit zu schaffen über die Zahlen. Und wir haben es gesehen, es ist eigentlich in einer Stunde, wenn man weiß, wie es geht, einigermaßen richtig macht, kriegt man da schon ganz gute Klarheit. Ja, kommt viel dabei raus. Ja, dann vielen, vielen Dank, Franziska. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Arbeitsvertrag, beim Investieren, beim Business Planning weiterhin. Ja, und freue mich dann von dir zu hören, wie es so läuft. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich danke dir auch. Danke für die viele Beratung, die netten Tipps und die schöne Zeit zusammen. Super gerne. Bis bald, Franziska. Ciao, bis bald. Ciao. Tschüss.